wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Schön. Ist schön und auffällig. Ich habe keine schlichten Klamotten mehr. Warum kaufst du dir denn keine? Ich habe gerade kein Geld für Klamotten. Das vielleicht? Eher nicht. Ich wasche meine Sachen öfter per Hand und fülle sie jeden Abend. Ich hätte gern so schöne Klamotten. Du bist ein Genie? Dankeschön. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts verhärteten sich die weltanschaulichen Gegensätze zwischen Ost und West und führten schließlich zur Gründung zweier militärpolitischer Bündnisse. Guck, wie findest du das? Du willst deine Klamotten versteigern? Die einstigen Verbündeten im Kampf gegen Nazis. Warum hat uns seine Mama gar kein Sitzkissen gekauft? Der Arme. Jetzt muss er auf dem harten Stuhl sitzen. Böse Mama. Daphne, du hast gerade so schön zugehört. Nennst du mir bitte die beiden Bündnisse? Na klar, die beiden Bündnisse. Ostbündnis und Westbündnis. Falsch. Und auch ein bisschen einfallsarm. Vielleicht wirfst du mal einen erhellenden Blick auf die Karte. Das östliche Bündnis trägt den Namen einer Stadt in Polen. Na, hast du eine Idee? Warschauer Pakt und NATO. Sehr gut. Oder soll ich sagen, sehr gut abgelesen? Wenn du mir die Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes auf der Karte zeigen kannst, ist dieser kleine Ausfall vergessen. Die Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts. Keine Sorge, schaffst du locker. Natürlich. Hetzig? Ja, bitte? Nee, ist schlecht. Ist schlecht? Willst du lieber raus? Nein, nein, schon okay. Ich leg mich einfach einen Moment hin. Fühlen Sie mal. Meine Stirn ist ganz heiß. Vielleicht solltest du doch lieber rausgehen oder gleich zum Arzt. Blitzheilung. Sie hätten Arzt werden sollen. Bin aber glücklicherweise Lehrer geblieben. Coole Nummer. Verdammt nette Nummer. Schönen Tag noch. Ja, dir auch. Gute Besserung. Tja, dann die anderen auch an die Luft zur Heilung. Ne? Tschüss. Tschüss. All right, now that you have read the article, I want to ask you some questions about it. My first question is, how much time did the men spend there in the Arctic? 1.5 years. A whole sentence, please. The guys spent 1.5 years in the Arctic. That's right. And what was the purpose of his journey? Tommy? Tommy? Hmm? Did you understand my question? Yes, but... I can't concentrate me any longer. Naja, den ganzen Tag Schule und dann auch Nachhilfe. Ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Ja? Störe ich? Ja. Nö. Frau Rottbach will, dass wir die Terrasse in Ordnung bringen und ich soll mir jemanden suchen, der mir dabei hilft. Wir haben hier gerade Unterricht. Frag jemand anders. Hab ich, aber keiner hat Bock. Ich mach's. Ja, sorry, ihr kennt doch die Frau Rottbach. Wenn die einmal was gesagt hat, dann sollte man es besser machen. Außerdem kann ich doch meinen besten Freund Tobias nicht im Stich lassen. Ja, sorry. So wird das doch nie was mit seinem Englisch. Ich weiß. Tommy, fass mal mit an. Hey, aufwachen. Denkst du manchmal noch an Marieke? Kommst du jetzt darauf? Nur so? Nur so gibt's bei dir nicht. Also,
Was ist los? Constanze? Ja, sie hat mir Konzertkarten besorgt von meiner Lieblingsband. Das weiß ich doch. Und? Ja, nur dass sie nicht für sie und mich waren, sondern für Nils und mich. Sie wollte gar nicht mitkommen. Na und? Wie, na und? Sie wollte dir einen Gefallen tun. Ist doch nett. Nett? Ja, Mann. Sie hat was getan, was sie nicht tun müsste. Für dich. Marieke war eine egoistische Kuh. Die hätte sowas nie gemacht. Aber Constanze mag dich. Glaubst du? Ja. So, und jetzt schnapp dir den Sack Erde, bevor Rottbach kommt, wir noch nicht mal angefangen haben, ja? Also, auf. Erde? Check das mal mit Aki ab. Der hat voll die Ahnung. Und pass auf Jaylan auf. Ja, okay, Alter. Hau rein. War eine coole Aktion bei Zech. War doch kein Ding. Wieso liegt denn alles rum? Abgefahren. Soll das Boot mal so aussehen? Mit dem Segel? Vielleicht mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn du mich brauchst, ich bin bereit. Ey, spinnst du? Hä? Das ist meine Tasse. Die hat mir Raphael geschenkt. Hey, alles gut, ja? Ich hatte Durst. Kann ich schauen, dass ihr eine Tasse pro Zimmer habt? Dann besorg dir deine eigene. Um mich mache ich mir keine Sorgen. Ich pack das. Vor allem, wenn du uns hilfst. Tommy ist das größere Problem. Ich frage mich auch echt, wie Serena das gepackt hat. Ich habe neulich mit ihr telefoniert. Und das ist dabei rausgekommen. Noch mehr Aufgaben. Wie gefällt sie denn in England? Ich glaube, sie hat sich echt gut eingelebt. Sie träumt jetzt sogar schon auf Englisch. Das ist Lernen im Schlaf. Das wäre auch mal was für euch. Ja, vor allem für Tommy. Aber ist ja egal. Hier in Erfurt kann man eh nicht auf Englisch träumen. Höchstens auf Thüringisch. Gell? In England? Na, genau. Ming, ich muss mich ja konzentrieren. Aber sicher. Ja? Hallo, ich wollte nur mal sehen, wie... Oh, wie sieht's denn hier aus? Da muss wohl mal dringend jemand aufräumen. Ja, da ist ziemlich was zusammengekommen. Und was tust du in so einem Fall? Ich hätte ja bald was getan, aber wollte nicht unhöflich sein, weil gerade erst angekommen und so. Na, da mach dir mal keine Sorgen. Aufräumen ist bei uns nicht unhöflich. Cool, dann kann's ja losgehen. Der Kram, da geht in die Wäsche, die Hemden werden gebügelt und der Rest muss nicht, können Sie entscheiden. Und die Socken? Moment. Sind noch frisch. Einfach in den Schrank. Hotel Mama ist hier vorbei. Viel Spaß beim Erwachsenwerden. Hä? Räumt sie jetzt auf oder nicht? Shanti, 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 Om. Frieden, Frieden, Frieden. Stift? Shanti, Kathi. Ja, gleichfalls. Ich find's super, dass du so viel Yoga machst. Leider nichts für mich. Nur Geduld. Mit der Zeit wird das Gras Milch. Japanisches Sprichwort. Ah, ich hab nachgedacht über die Klamottenauktion. Ich find's echt schade. Gerade für jemanden wie dich, der in solcher Bescheidenheit und Klarheit lebt. Und da willst du deine Sachen an viele verschwenden, statt sie einer Person zu geben, die sie in ihrer ganzen Schönheit schätzen kann? Wer sollte das sein? Also ich wüsste da jemanden. Sie würde auch einen guten Preis zahlen. Geld ist nicht alles. Ach so, also wenn du das möchtest, kann sie auch wenig zahlen. Keine Auktion? Keine Versteigerung? Den Aufwand kannst du dir sparen. Und du hättest mehr Zeit für dein inneres Zentrum. Das klingt gut. Fertig. Mit allem. Ich habe 150 Flyer verteilt, die Auktion im Blog gepostet und allen Bescheid gesagt, die ich kenne. Tja, was du nicht ändern kannst, lass geschehen. Und es wird gut sein. Morgen allerseits. Und alle wohl auf. Frisch und munter. Orkan, du auch? Ja, gechillt. Das freut mich sehr. Dann komm doch bitte mal nach vorne und zeige uns an der Karte die Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes. Dazu sind wir ja letzte Stunde leider nicht mehr gekommen. Warschauer Pakt? Klar, kein Ding.
Viel Glück. Die Mitgliedstaaten bitte. Ich war noch nie in Warschau, aber mein Vater sagt, es ist eine coole Stadt. Ein bisschen kalt, nicht so wie bei uns in der Türkei. Das ist wohl warm, ja. Waren Sie mal bei uns? In der Türkei? Ja, Istanbul, sehr interessante Stadt. Aber kommen wir doch bitte zurück zum Warschauer Pakt, die Mitgliedstaaten. Ja, also, Türkei war schon mal nicht dabei? Das ist richtig, ja. Nicht im Warschauer Pakt, nicht in der EU. Irgendwie will uns keiner. Wieso eigentlich? Orkan, das gehört jetzt nicht hierher. Muss man nicht mal reinziehen, also mein Großvater, mütterlicherseits, mein Vater ist nämlich Rumäne und gar kein Türke. Jedenfalls, mein Großvater Orkan wie ich, kommt aus der Türkei, aus einem kleinen Dorf in den Bergen Zifrikoy. Kennen Sie? Nein, kenne ich nicht. Müssen Sie mal hinfahren, super da. Jedenfalls, mein Großvater, seine drei Brüder und mein Onkel Mehmet waren alle mal in Deutschland oder leben hier. Wir gehören doch zusammen, aber nicht in der EU. Wieso nicht? Orkan, das können wir gerne diskutieren, aber nicht heute. Hm? Ey, wie mein Kumpel Olli. Kommst heute nicht, kommst du morgen. Orkan, ich diskutiere mit dir jetzt nicht über die Türkei und auch nicht über deinen Kumpel Olli. Verstanden? Alles klar, Chef. So, damit das hier mal vorwärts geht, aufgepasst. Da. Die Mitgliedstaaten waren Polen, DDR, CSSR, Ungarn, Rumänien, Sowjetunion, Bulgarien und zeitweise Albanien. Wow, alles voll korrekt, kein Land vergessen. Danke, ich weiß dein Lob zu schätzen. Würdest du dich bitte wieder hinsetzen? Wir wollen heute noch mal ein bisschen vorwärts kommen. Spinner. So, Bücher auf Seite 53, der kalte Krieg zwischen Ost und West. Hey, Konstanze, warte mal. Was gibt's? Wegen der manchen Pandas. Ich hab dir und Nils die Karten noch schon gegeben. Ja, hier sind sie. Bock mitzukommen? Du, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Warum nicht? Komm schon. Als ich die Karten besorgt habe, da habe ich extra nicht gefragt, ob wir zusammen hingehen. Vielleicht war das ein Fehler. Sagst du. Ey Mensch, das ist unsere Musik. Wir müssen da zusammen hingehen. Bitte. Ich überleg's mir, okay? Unsere Brötchen werden jeden Tag frisch geliefert. Und du nimmst dann eins raus, holst Butter, Käse, Wurst, Salat, Tomate, Gurke und schmierst. Krass. Wieso? Na, weil ihr das alles selbst macht. Ja, wir wollen das so. Es macht ja auch Spaß. Merkt man dir an. Ja, versuch's doch mal. Hallo, ich hätte gerne Brötchen mit Käse und Gurken und Tomaten. Kommt sofort. Tomaten. Warum waren die noch gleich? Das sag ich dir. Ich esse zum Frühstück am liebsten Sucuklu Yarmuta. Suju was? Sucuklu Yarmuta. Rührei mit Sucukwurst. Meine Mutter das macht, kommen alle Nachbarn und essen mit. Erste Sahne. Schmierst du darf nochmal ihr Brötchen? Ich hab auch. Kein Ding. Was willst du denn, Johnny? O-Saft und Käsebrötchen. Ach nee, mach zwei. Kommt sofort. Käse und Gurke. Direkt vor deine Nase? Bis man das erstmal drauf hat. Pass auf, ich mach das selber. Danke, voll lieb von dir. Oder Menemen esse ich auch zum Frühstück. Gewürze, Paprika, Ei, Tomaten. Köstlich. Mann, beeilst du dich mal? Guck dir mal die Schlange an, Mensch. Hey, ich rede mit meiner Kundin. Ein Kunde ist König. Bitteschön. Für Daphne von Orkan. Guten Appetit. Vielen Dank. Sieht wirklich sehr lecker aus. Ja, ich habe mir auch besonders viel Mühe gegeben. Sieht man. Wenn Konstanze ja sagt, dann wird es das wohl geilste Konzert überhaupt. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Und wenn ich dir irgendwie helfen kann, na, jederzeit. So wie ich dir mit Marieke? Ja, deine Liebesmails in ihrem Namen hatten echt Stil. Aber nur weil Konstanze dir geschrieben hat. Diese Frau hat echt Stil. Tommy, die Sache steht fest. Wir gehen nach England. Hä? Jo, morgens Schule, nachmittags Strand, abends Party. Und drei Monate später holen wir in unserer BLF eine 1 mit Sternchen. Was sagst du? England? Brighton. Einfach mit Bus und dann irgendwie mit der Fähre rüber. Geht nächste Woche los. Nächste Woche. Da haben wir Unterricht und übernächste auch. Das ist ja das Geile. Berger hat die Sache schon abgesegnet. Und deine Eltern zahlen den Spaß. Ey, ich habe ein super Angebot ausgegeben. Du hast mit meinen Eltern gesprochen? Jo, als ich gesagt habe, wie schlecht du in Englisch bist, haben die sofort zugesagt. Ey, das kannst du nicht bringen.
Ich hab's ja nur gut gemeint. Und 3 Monate sollten reichen, dass du endlich über Konstanze hinwegkommst. Ja, vielleicht will ich das gar nicht. Ja, er will das gar nicht. Tommy, ein Boxer weiß, wann er nicht mehr gewinnen kann. Tommy hat hier alles, was er braucht. Warum soll er weg? Er kommt ja wieder. Mit 1000 neuen Stories und einer Spitzennote in Englisch. Was sagst du? Ich mache jetzt erstmal Sport. Krasne kommt! Da steht 15 Uhr. Wir haben 15.10 Uhr. Fangen wir an? Ich verstehe das nicht. In meinem früheren Leben hätte ich für solche Klamotten die Nacht auf dem Flur kampiert. Lasst uns anfangen. Stopp, wo willst du hin? Zur Auktion. Aus Hanf gibt's aber sicher nichts. Was willst du mit Miriams Designerklamotten? Sie hat ein grünes T-Shirt. Das mag ich. Eins? Eins. Aber nicht mehr. Hi, komm rein. Stopp, wo willst du hin? Wer bist du? Der Pippe von Klamottenberg? Die Auktion wird verschoben. Was? Wieso das denn? Miriam fühlt sich nicht wohl. Zu viel Meditation. Tja, schade. Sag, wenn das neue Datum steht. Klar doch. Das nächste Stück ist ein Seidenshirt. Erstklassige Qualität. Ideal für Party, Business und festliche Anlässe. Das Anfangsgebot liegt bei 3 Euro. 3,10 Euro. 3,10 Euro. Wer bietet mehr? 3,10 Euro zum ersten, 3,10 Euro zum zweiten. Willst du nicht auch mal bieten? Ich warte auf das T-Shirt. Zum dritten. Echtes Schnäppchen. Allerdings. €4,40. 4,60 €. 70. 5 Euro. 6 Euro. 7. 8. 10. Ich steige aus. Sehr gut, Alba. Weiter so. Bin ich zu spät? Ist schon alles weg? Du willst zur Versteigerung? Logisch. Warte. Mal ganz ehrlich. Geht's dir um die Klamotten oder um Miriam? Du magst Miriam, stimmt's? Aber Miriam ist nicht mehr die mit dem Modeblock. Sie macht jetzt Yoga und hasst Verschwendung und Konsum. Ich weiß. Bist du nicht der Meinung, Miriams größter Fan sollte nicht gerade das tun, was Miriam hasst? Ich gehe trotzdem hin. Nein. Erst versteigere ich was und dann verschenke ich's. Das wird Miriam gefallen. Du kommst zu spät. Alles weg. Oh. Für wen sind denn nun die Sachen? Für eine Freundin. Eine sehr gute Freundin. Denkst du, du kriegst den Vorhang wieder hin? Naja, schlimmer als jetzt kann es nicht werden. Erste Schicht an der Bar. Läuft. Ein paar Säfte einschenken, krieg ich grad noch hin. Hey, 2 Wodka on the Rocks, bitte. Kleiner Scherz, ich nehme Orangensaft. Ich auch. Mit Eis, bitte. Und? Was sagst du? Ich weiß nicht. Tommy hat sich dir gegenüber einfach echt räudig verhalten. Oh, das ist doch schon eine Weile her. In letzter Zeit war er total süß zu mir. Was sagen denn Roxy und Pippi? Konzert, ja oder nein? Ja, mit Pippi kann ich nicht reden. Die hat nur David im Kopf. Dankeschön. Danke. Und Roxy findet's doof, dass alle um sie herum in irgendwelchen Love-Stories tauchen. Was ist deine Love-Story? Ich weiß es nicht. Irgendwie geht er mir nicht mehr aus dem Kopf. Hank? Wow, alles für mich? Alles für dich. Und wie viel war's? Unterm Limit. 183. Super, finde ich auch.
Naja, ich hab dir auch die ganze Konkurrenz vom Hals geschafft. Ich denk mal, 10 Euro sind okay? Nö. Wie nö? Das sind immerhin 10%. Also, passt. Ich will kein Geld. Was von den Sachen? Hast du eine Schwester? Ich will nichts. Du hältst aber den Mund. Wehe, jemand erfährt was von der Sache. Gut, dann bring ich jetzt mal die Sachen weg. Hilfst du mir? Was? Ich will doch was. War ja klar. Doch den Zehner. Ich will einen Kuss. Ein einzigen. Und nicht auf den Mund. Oh, danke. So, wir los auf ein Spielchen. Schach oder eine Runde Billard? Mit unseren Neuzugängen, Falva, Lotta. Aber Vorsicht, Alex ist ein ganz schlechter Verlierer. Mathe. Schade. Ist denn Orkan? Der ist nicht da. Leider. Leider? Das sind ja ganz neue Töne. Ja, Orkan ist lustig. Zwar chaotisch, aber lustig. Ja, und ganz anders, als wir gedacht hätten. Gar nicht so ein Muttersöhnchen. Ich hab von deinem Sujiklo und Mutter erzählt. Machst du, wenn ich komme, okay? Was hat Gian gemacht? Die Tonne in Brand gesteckt. Der Typ baut echt nur Scheiß. Ja, Mama. Geht klar, kein Scheiß mehr. Wie geht's Ahmed und Juna? Wann kommt das Baby? Orkan ist Pascha auf Türkisch und so hat ihn seine Mutter auch behandelt, als wäre was ganz Besonderes. Fehlt nur noch, dass sie ihm den Po abwischt. Na. Ist doch wahr, so wie die sich aufgeführt hat. Da mussten wir ja denken, er wäre ein Idiot. Er kann doch nichts für seine Mutter. Ja, ich glaube, er ist selbst froh, dass sie jetzt weit weg ist. Demir? Der soll die Finger von meiner Cousine lassen, die ist zu gut für ihn. Ja, klar, Mama, lern ich. Was soll ich denn sonst hier tun? Und dann sagt er so zu Frau Hortbach, der Kram, der kann in die Wäsche. Die Hemden müssen gebügelt werden und der Rest müssen sie nicht. Machen sie damit, was sie wollen. Und Zech hat er so lange zugetextet, bis der seine Frage einfach selbst beantwortet hat. Also müssen wir uns um Orkan keine Sorgen machen, der ist gut bei euch gelandet? Ja. Schon, ja. Ja. Dann spielen wir jetzt was. Los. Nee, schon okay. Wenn ihr sagt, wir ziehen das durch, dann ziehen wir das auch durch. Aber nächstes Wochenende komme ich auf jeden Fall. Ich vermisse euch. Tschüss, Mama. Wenn mein Englisch nicht schon so gut wäre, würde ich glatt mitkommen. Haben wir ja noch mal Glück gehabt. 3 Monate Sonne und Strand, ich fass es nicht. Ja, wenn es nicht regnet, wir reden von England. Dann müssen Sie Ihre Partys eben drin feiern. Mit jeder Party wird unser Englisch better and better. Wow, da kommt ja unser Held. Na, Sachen schon gepackt? Wann geht's denn los? Gar nicht. Ja, ich fahr doch nicht nach England, ich bleib hier. Hey, was? Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.